Herzlich willkommen auf Consutech. In diesem Video geht es um die besten Induktionskochfelder. Der Qualitätssieger in unserem Induktionskochfeldtest geht an das Siemens X875 LVC. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit Vario-Induktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Mit PowerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die Quick-Start-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die Restart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren. Einfach das gewünschte Bratprogramm einstellen, auf den Signalton warten, Öl in die Pfanne geben und mit optimaler Temperatur braten. Mit dem Dual Light Slider haben Sie die volle Kontrolle über alle Kochzonen mit nur einem Finger. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Bosch BXX675DC. Egal wie groß Ihre Töpfe und Pfannen sind und ob sie hintereinander oder nebeneinander stehen sollen, mit Flexi Induction von Bosch haben Sie die freie Platzwahl. Sie können Ihr Kochfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. Mit Pan Boost werden Pfannen und beschichtete Töpfe noch schneller erhitzt, ohne dass Sie sich über eine Beschädigung durch zu große Hitze Gedanken machen müssen. Bei zu hoher Temperatur brät jedes Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Mit dem Perfect Fry Bratsensor wird das Fleisch genauso, wie Sie es mögen, ganz gleich, ob Sie Ihr Steak rare, medium oder well done bevorzugen. Sie brauchen beim Kochen manchmal ein kleines bisschen extra Power. Die Power Boost Funktion stellt zusätzliche Leistung zur Verfügung, wenn der Kochvorgang beschleunigt werden soll. Mit Move Mode wird das Kochen intuitiv und komfortabel. Bei herkömmlichen Kochfeldern erhitzen Sie Ihre Suppe auf Stufe 9, schalten anschließend auf Stufe 5 und lassen Sie dann auf Stufe 1 köcheln. Mit Direct Select Premium wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Induktionskochfeld-Test ist das AEG IKB 6430. Induktionskochfelder heizen sich rascher auf als herkömmliche Kochfelder, beispielsweise solche mit Strahlungswärme. Der Grund: 85-90% der Energie werden in Wärme umgewandelt, bei konventionellen Geräten nur 70%. Die Oberfläche von AEG-Induktionskochfeldern ist vollkommen eben und kratzfest. Ein weiterer Vorteil: da das Kochfeld beim Kochen mit Induktion zudem kühl bleibt, können Spritzer nicht einbrennen und lassen sich einfach wegwischen. Bei Induktionskochfeldern erzeugt ein Elektromagnet ein starkes Wärmefeld, das direkt den Topf erhitzt, nicht aber das Kochfeld. Mit der Power-Funktion werden hohe Temperaturen extrem schnell erreicht, der Kochvorgang beschleunigt. Dieses Induktionskochfeld verfügt über Touchbedienelemente auf dem Kochfeld und sorgt für mehr Komfort. Der einstellbare Timer maximal 99 Minuten bietet Ihnen die volle Kontrolle über den Garvorgang. Die meisten Töpfe und Pfannen funktionieren auch mit Induktion. Machen Sie einfach den Test. Halten Sie einen Magneten an den Topfboden. Bleibt er haften, können Sie den Topf auch auf Ihrem Induktionskochfeld verwenden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.